Die Ampelregierung ist vor mehr als anderthalb Jahren unter anderem mit einem großen Ziel an den Start gegangen, das Autoland Deutschland auf einen richtig guten Weg in Richtung Klimaneutralität bringen. Doch die Alleingänge von Deutschland und der EU in Sachen Klima, etwa beim Heizungsgesetz oder auch beim Verbrennerverbot, ernten immer wieder Kritik. Der Ökonom Hans-Werner Sinn sagt jetzt, die CO2-Emissionen wirklich senken könne man nur, wenn möglichst viele Staaten mitziehen, und geht's mit den Klimaplänen der Bundesregierung hart ins Gericht. Leonie von Randow. Es ist eine Abrechnung mit der Klimapolitik der Ampel. Das Verbrennerverbot sei unnütz, es beschleunige sogar den Klimawandel, wettert Hans-Werner Sinn, angesehener Ökonomieprofessor und Ex-Präsident des IFO-Instituts. Wenn wir die Verbrenner verbieten in Europa, dann bleibt das Öl ja nicht in der Erde, sondern es wird einfach zu fallenden Preisen anderswohin verkauft. Die Tanker machen eine Kurve und fahren nach China. Das hat also netto gar keinen Effekt für die Verlangsamung des Klimawandels. Dazu komme, weil es noch nicht genügend grüne Energie für E-Autos gibt, werde mehr dreckige Braunkohle gefördert, behauptet Sinn. Andere Experten widersprechen. Herr Sinn irrt auf kompletter Linie, denn in der Tat ist es so, dass die Elektromobilität derzeit in erster Linie mit erneuerbaren Strom funktioniert. Wir haben einen Anteil von fast 50% an erneuerbaren Energien. Elektrofahrzeuge werden damit geladen und nicht mit zusätzlicher Braunkohle. Auch in Großbritannien ist E-Mobilität ein umstrittenes Thema. Teile von Premier Rishi Sunaks Tories wollen das auf der Insel schon ab 2030 geltende Verbrennerverbot verwässern. Eine Ausdehnung der von den Konservativen selbst eingeführten Umweltzone in London verhindern. Ein Grund für die Rolle rückwärts der Tories in Sachen Klima? Also im nächsten Jahr stehen ja Wahlen an und die Tories liegen momentan 20 Prozentpunkte hinter Labour. Und deshalb wollen sie jetzt gerade alles versuchen, um irgendwie aufzuholen, und haben halt gemerkt, dass diese Klimamaßnahmen nicht mehr mitgetragen werden von der Bevölkerung angesichts der ganzen Krisen, der stagnierenden Wirtschaft. Und deshalb wendet man sich jetzt von diesen Klimaschutzmaßnahmen ab. Auch in puncto Öl und Gas dreht die britische Regierung die Uhren zurück. Premierminister Sunak kündigte soeben hunderte neue Lizenzen zur Förderung in der Nordsee an.